Yo, Digga, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir, dem Kriegs mit Ravenfield. Und wir zocken heute vom Granaten-Johnny einen Vorschlag, und zwar eine Challenge, die Best Friends Challenge. Ja, wir werden am Start, werden wir einfach jemandem folgen, und das ist dann unser bester Freund, und wir chillen die ganze Zeit mit dem Typen. Wenn es geht, benutzen wir auch die gleiche Dingens wie der Typ, die genau gleichen Waffen und alles, und wir werden mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Spawnt mal rein, Junge. Freunde? Hallo? Ah, jo, gut. Okay, sie spawnen jetzt auch anders. Früher waren sie immer so gespawnt, dass alle hier auf einem Fleck spawnten. Und wir gehen mal mit dem Typen hier, der ist sichtlich verwirrt. Wir gehen mal mit dem Typen hier. Okay, der schwimmt jetzt einfach weg. Junge, was macht ihr? Lasst uns doch einfach kämpfen gehen. Nix Badeurlaub. Alter, ihr seid geistig so verwirrt, ne? So, komm. Komm wieder hoch. Nice. Danke, Johnny. Nee, Johnny, warte auf mich, Johnny. Oh, ich bin jetzt dein Kollege. Ich bin jetzt dein Kumpel. Best Friends. Das war gerade so ein Assi-Move von mir. Aber ist okay. Wir gehen jetzt mit diesem Jungen hier an die Front. Yo, was geht denn hier? Ich kann hier nicht viel machen, Junge. Oh, außer natürlich auf diese Leute schießen, die noch immer leben. Und ich gebe denen... Oh mein Gott, Alter. Johnny, wie geht's dir? Ich nenne jetzt diesen Kumpel einfach Johnny, weil Johnny mir das vorgeschlagen hat. Oh, Johnny, wir müssen aufpassen. In Deckung. Nein, Johnny, nein. Nein. Oh mein Gott. Johnny, du wirst... lebst noch, Johnny? Johnny wurde beerdigt. Okay. Ich brauche einen neuen besten Freund. Wow, du bist alleine. Junge, was geht bei dir? Ich bin dein bester Freund, Mama. Was machst du? Was tust du? Hallo, kannst du mir das erklären? Oh, du schießt auf den Jungen. Habe ich dir erstmal ein bisschen Arbeit abgenommen? So, du kannst ja gar nichts, Johnny. Oh mein Gott. Okay, lass da drauf schießen. Okay, wir treffen beide genau gleich schlecht. Oh, nice hit, Johnny. Nice hit. Nein, lass Johnny in Ruhe! Oh Mann. Das war ein Fail. So, du stehst nur herum, du Spacko. Du Schwachmat, Junge. Okay, los geht's. Wir ziehen in den Krieg, mein Freund. Und jetzt wieder in die andere Richtung. In den Krieg, aber. Natürlich wollen wir unbedingt kämpfen gehen. Er weiß nur nicht, wo. Aber das ist ja auch verständlich, kann verwirrend sein. Es kann tatsächlich verwirrend sein. Junge, wir machen gar nichts, Johnny. Was geht bei dir? Johnny, du bist wirklich der inkompetenteste von meinen Freunden bis jetzt, ne? Also vorher, die waren ja wirklich... Die haben sich noch Mühe gegeben. Aber du? Es ist ja fast schon peinlich, mit dir unterwegs zu sein. Du Schlawiner, du. Schalala. Übrigens, danke für die gute Rückmeldung unter all den Videos. Das freut mich wirklich. Das motiviert mich auch weiterzumachen. Wir haben jetzt bald 1400 Abonnenten, die natürlich auch immer alle aktiv zugucken. Alle. Bis auf 1000. Ups. Ja, du bist hier weitergerannt, Johnny. Ohne mich. Oh mein Gott, Johnny. Das war intelligent, dass du weitergerannt bist. War nicht so intelligent von mir. Achtung, Johnny, ein Panzer. Okay. Jo, was geht, mein Freund? Oh mein Gott. Woher kommt das? Wo schießt sie? Woher schießen die, Mama? Oh mein Gott. Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Okay. Oh, meine Kumpels. Ich gehe mit euch mit. Ist der tot? Nee, der ist nur behindert wahrscheinlich. Okay, lass uns losgehen, Johnny. Ich bin so aufgeregt, mein Freund. Oh, mein Gott. Hallo, anhalten, das ist Dienstverweigerung. Okay, ich geh jetzt mal mit dick und doof mit, ne? Dick und doof. Komm, steh auf. Du bist, glaube ich, dick. Und der doof ist hier oben. Das ist der doof. Komm, schnell. Yo, wir sind dick, doof und... Hübsch und intelligent. Also ich bin natürlich hübsch und intelligent und die beiden sind dick und doof. So ist es.
Leute. Und nicht anders. Oh mein Gott. Ja, gut, wie ich den konnte ich eigentlich gar nicht treffen. Oh, das ist eh einer von uns. Ups, da bin ich jetzt nicht von ausgegangen. Dick und Doof sind immer noch am Stissen. Boah. Alter, die sind voll unterwegs, die Leute. Die sind voll die Pros, Junge. Das sind schon beste Freunde. Wir sind hier voll am das... Oh, shit. Oh, shit. Ihr müsst das überleben, Junge. Ihr müsst das überleben. Ihr könnt mich hier nicht im Stich lassen. Nein. Oh, mein Gott. Lasst mich nicht im Stich. Oh, shit. Alter. Ihr könnt mir mal die Poperze lecken, Junge. Das ist ja übelst am Abgehen hier. Aber Johnny hat's überlebt. Oder war das der Dicke oder der Doofe? Der Doofe. Ich glaube, das war der Doofe, ja. Ich glaube es. Der Doofe könnte mir auch mal helfen hier. Oh, shit. Da oben ist er, da oben ist er. Er schreitet. Oh, er ging vor für mich und er ist gestorben, aber. Naja. Oh mein Gott. Also wir müssen uns einen neuen Kumpel... Oh shit. Ich glaube, der Junge braucht Hilfe. Wir müssen dem helfen. Wir müssen ihm helfen. Oh shit, da ist er. Okay, wir haben... Ich glaube, wir haben dem Typen gerade das Leben gerettet, ja? Okay, nachladen. Ah, okay, fetter Sniper-Schuss abgekriegt. So, wir müssen gewinnen. Wir müssen jetzt gewinnen, obwohl wir diese komische Challenge machen. Jo, Junge, ich steige ein. Also, der da vorne rechts ist mein bester Freund. Ja, Johnny, was geht? Friss eine Granate, Junge. So. Sehr gutes Driving, Junge. Zack, zack. Zack, 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 zack. Oh, warte mal. Okay, es ist immer einer nachgespawnt, sobald man einen umbringt, ist der Rest nachgespawnt in den Fahrersitz. Das heißt, ich habe gerade meine ganzen Kumpels umgebracht, aber ich werde mir jetzt hier... Oh shit. Wieder neue holen. Oh, Alter! Habt ihr den gesehen? Alter, wie ich den gehittet habe. Das war richtig spektakulär, Alter. Ich probiere diese Schüsse ja die ganze Zeit, aber ich krieg's einfach nie auf die Reihe. Du kannst direkt nach Hause gehen, mein Freund. Okay. Ich hab's probiert. So, wir brauchen neue Kumpels. Wir brauchen neue Kumpels. Mindestens einen. Vielleicht machen wir auch ein Dreier-Team, dann sind wir besser. Ach so, und was ich auch noch sagen wollte, ist, ich war eigentlich relativ lange mit meiner Mikrofonqualität ganz zufrieden. Aber jetzt langsam finde ich das dann doch, Alter, wie ich den hitte, wie ein Boss, Junge. Langsam finde ich das nicht mehr ausreichend, aber ich habe gerade echt keine 80 Euro für ein Rode oder so. Das müsst ihr verstehen. Das heißt, ich denke, wahrscheinlich werde ich dann relativ bald für meine Verhältnisse, also vielleicht innerhalb von einem Jahr oder so, mal ein neues Mikrofon kaufen. Aber auf jeden Fall nicht direkt jetzt, also nicht in den nächsten 2 Wochen. Da müsst ihr schon noch ein bisschen warten. Vielleicht, kann ich mir das irgendwann auch vom YouTube Money kaufen. Klingt zwar doof, aber kann schon sein, dass wenn ich jetzt ein Jahr lang durchziehe, dass dann 80 Euro zusammenkommen. Und dann könnte ich mir auf jeden Fall was gönnen davon. Halt uns was gönnen quasi, weil das ist ja dann... Ja, das versteht ihr dann, denke ich mal, auch, weil dann verdiene ich ja nicht daran, sondern dann reinvestiere ich ja und das ist ja irgendwie auch der Sinn der Sache, finde ich. Das wäre doch nice. So. Oder ich mache einfach so einen 12 Millionen Spenden-Stream, so wie das alle machen. Dann kriege ich eigentlich auch genug Cash. Aber, nö, machen wir nicht. Und wir haben gewonnen, Junge. Vielleicht schaffen wir ja 20 Likes auf dem Video. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Und dann würde ich sagen, haut da rein, liebe Freunde. Nochmal danke an Granaten Johnny, dass er mir das vorgeschlagen hat. Ich weiß nicht, ob ich Johnny die ganze Zeit falsch ausgesprochen habe. Aber es ist auch nicht so wichtig. Dann würde ich sagen, haut da rein, liebe Freunde. Haut da rein.
Now get closer, I can feel her eyes touch fires in your iris on divine stuff, making mad pictures and confines.